Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Urlaubsvlog von Family Fernweh. Heute schreiben wir Tag 5. Genau, was machen wir heute, Charlotte? Schwimmen und in den Zoo gehen. Zoo werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, war eigentlich geplant. Eigentlich wollten wir gestern schwimmen gehen, aber wir waren zu kaputt, deswegen machen wir heute schwimmen. Und heute sind wir ja um 18 Uhr bei All You Can Eat. Aber gleich fangen wir erstmal an mit Frühstücken. Ja, mit Frühstücken und danach machen wir eine Schlossführung. Nehmen wir euch mit. Viel Spaß beim Video. Alles klar. Kabo, gute Morgen, Kabo. Jawohl. So Leute, jetzt sind wir auch schon unterwegs. Die erste Station für heute ist das Schloss. Die Schlossbesichtigung steht bevor. Alle sind am Start. Hier haben wir Miriam. Caro ist am Start und wer fehlt, ist leider die Lotti. Nein, Spaß. Hier ist die Lotti. So, wir befinden uns auf der Ziellinie vom Schloss. Sieht das nicht schön aus, Leute? Hier kommen sie durch das Tor. So sieht das aus. Und das werden wir gleich besichtigen. Wir haben noch ein bisschen Zeit und können das schöne Wetter hier noch genießen. So, und hier haben wir auch nochmal die ganzen Kunstwerke, allein die hier schon vertreten sind. So, hier sind wir in der Kapelle von Schloss Dankern. Ich bin hier ganz alleine. Und das sieht doch sehr nice aus. Das ist schon über 300 Jahre alt hier alles. Wahnsinn. So, weiter geht's. Hier ist der Eingang. Ja. Dieses Haus wird auch noch privat genutzt von einer Familie. Jetzt befinden wir uns hier in der Küche. Hier ist der Herd. Das ist so eine ganz alte Tür. Hier ist der Herd. Im nächsten Raum. Das sind alles Kacheln. So. Jetzt sind wir hier im Haupteingang, gehen zwei Treppen hoch. Das hier ist wohl der Privatbereich, der hier anfängt. Weil gesagt, hier wohnen noch Leute. So, hier haben wir den Festsaal. Hier steht sogar ein Piano, ein Klavier. Schön. Darf man bestimmt nicht drauf spielen. Hier befindet sich der Kamin. Ja, wenn kalter Winter kommt, dann hat man hier klar seine Vorteile. Ja. So. Und ich würde sagen, ich räume jetzt mal alles ein und dann verkaufe mal alles auf eBay. Ja? Bis gleich. So, hier haben wir die zwei Hübschen. Hier ist der Löwe. Und Caro und Lotti. Die sind mutig, die Löwenbändiger. So, dann haben wir es doch geschafft mit der Führung. Ja, war echt und? Schön. Toll, ja. Dass sie ihr privates Anwesen für uns Mama, öffnen. Ja, das stimmt. Ja, und übrigens, der Turm stand aus der barocken Zeit. Ja, hier sieht man wunderschön die Girlanden und da die Kartusche. Und da ist doch das Wappen vorhanden. Ja, das ist ein Meisterwerk. So, jetzt sind wir fertig mit der Führung. Und jetzt laufen wir ein bisschen durch den Dankernmarkt. Genau, okay, zeigen wir euch noch ein bisschen, was wir hier haben. Wir waren selbst auch noch nicht drin. So Leute, kommst du bitte? Taschen und Rucksäcke bitte nicht in den Markt mitnehmen. Okay. Hier haben wir den Eingang.
Herzlich willkommen. Ich kann richtig. Nice. Und da, hier ist das Zimmer. Ja, zeig mal. Nein, Neon. Ja, damit creme ich mich gleich ein. Ja, hier ist so ein kleiner, feiner Markt. Hier gibt es alles Mögliche. Stofftiere, Süßigkeiten, Accessoires, alles, was man braucht oder nicht braucht. Fleisch, alles da. Und natürlich auch Getränke. Postkarten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die gibt es in allen Variationen. Von Schlossdankern, ja. Oh, oh, hier nochmal. Nur noch. Ich fasse an. Mal. Haben wir nochmal ein Schloss drauf. Strand, wo wir waren. Hier haben wir so lustige Spielzeug-Action. Sandspielzeug hatten wir gedacht. Hallo Caro. Was hast du denn da? So ein Affi? Ja? Ein Affi? Was hast du, Lotti? Ein Hamburger. Hab, hab. Oh, hab, hab. Mami, ein Hamburger. Zeig mal. Zeig mal. Lotti, hast du das alles jetzt gekauft? Nein. Nee? Was für Wettlöffel? Freust du dich auf die Sache? Ja. So, Lotti, zeig mal, was hast du denn da alles? Was ist das? Das ist ein Hamburger. Zeig mal. Oh, lecker. Und was haben wir da? Ein Schwein. Ein Schwein? Und was ist das? Ein Auge. Ein Auge. Oh, oh, die Lotti hat ganz komische Augen jetzt gerade. Ja. Hey, ist schön. Freust du dich, Lotti? Ja. Super. Sie hatte nur noch Schuhe an. Hier am Ballermann. Hallo, Caro. So, hier ist unser Auto. Und hier ist wieder unsere Hütte. Affi, 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 Affi. So, die Lotti probiert jetzt mal den Trolli-Hamburger und sagt uns dann, wie er schmeckt. Oh. Oh. Hey, zeig mal. Zeig mal hier. Oh. Und? Schmeckt gut. Schmeckt gut, ja? Okay. Oh. Kann man hier auch was machen. Oh. Den Brand. Das nennt man das, ne? Das ist der Brand. Da ist die Gurke, Käse, Tomate. Oh, lecker, lecker, lecker. Der Schwein schmeckt. Oh, lecker, lecker, lecker. Oh, schmeckt das gut, ne? Ist das ein gutes Zeug? Ja. Genau, wir sind eingeschlafen, weil wir so müde waren. Jetzt haben wir schon 1 Uhr, jetzt essen wir mal Kuchen und danach gehen wir schwimmen. Okay, ja, super. Und jetzt haben wir erstmal so einen leckeren Kuchen, ne? Genau, haben wir so eine ganze Rolle hier. Eine ganze Erdbeerrolle für 2,25 war von gestern schon. Aber schmeckt man nicht. Hallo! Hallo! Hallo Caro! Hallo Lotti! So, die Lotti rutscht jetzt. Thank you.
Tom macht ja sehr hungrig. Ja. Die kleine Pause muss sein, oder? Ja. Lotti spielt mit ihrem Papa Vollball. So, warte, Lotti. Fertig mit Schwimmen? Wie war's? Wie war das Schwimmbad? Wie war das Schwimmbad? Schön. War schön. Ja. Und dir hat's auch gefallen, Caroline? Auch ja, war schön schwimmen. Ja, war echt schön gemacht für Kinder. Ist jetzt nicht so groß, ne? War ein kleines Schwimmbad, aber reicht ja. So, unser letzter Abend in Schloss Dankern. Sparrows, all you can eat, Baguette. Und was hat die Caroline? Was meint er da? Sparrows, Kartoffelecken. Und wie schmeckt's? Sehr lecker. Ja, jetzt haben wir dich noch erwischt beim Essen hier, ne? Nochmal das Sparrows gemobbt. So, zum Abschied des Tages haben wir uns nochmal einen Cocktail gewöhnt. Das ist Coconut Kiss. Uh-huh. Also Pina Colada ohne. Dankeschön. Pina Colada ohne Alkohol. Dann haben wir einmal Spaghetti-Eis. Und was hast du für ein Eis? Marshmallow-Eis. Oh, die Caroline möchte auch gern Eis. Lecker, lecker, lecker. Schmeckt es? Hier eine Blume. Wow. So, dann verabschieden wir uns schon. Also morgen ist ja nur Abreise, da werden wir nicht filmen, weil wir sind ein bisschen Stress, weil wir müssen um 10 Uhr aus dem Bungalow raus. Dann ist nur noch die Fahrt, also machen wir morgen nichts mehr Besonderes. Dann hoffen wir, dass euch dieser kurze Urlaubsvlog von uns gefallen hat. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch die Reihe gefallen hat. Gerne ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss.